Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Ich bin der Zapp und ich stehe hier mit meinen beiden Begleiterinnen mitten auf dem Berg und wir sind unterwegs zu Jürgen Windrufers Grab und sollen da irgendein Horn abholen. Das brauchen wir, um einen weiteren Schrei von den Graubärten zu lernen, beziehungsweise die haben uns das als Prüfung aufgetragen. Und jetzt muss ich irgendwie sehen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ich nehme mal an, wir gehen jetzt mal hier runter. Und dann mal weiter schauen, wo wir denn dann ankommen. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Und dann müssen wir uns irgendwie rechts halten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, jetzt halten wir uns mal hier. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt halten wir uns hier mal so ein bisschen rechts. Und schlagen uns hier wieder in den Wald. Vorbei an irgendwelchen Ziegen. Und da unten ist irgendwas. Da unten ist irgendwas. Okay. Gehen wir mal hier lang. Boah, welche Upsala. Das war jetzt nicht ganz so gesund. Aber wir haben es geschafft. Da ist einer. Ich gehe mal eben mir wieder die Flammen holen. Ja. Speicher mal. Wer weiß, wofür es gut ist. Da kommt einer. Wer kommt denn da? Hallo? Da unten? Labyrinth. Dingenskirchen. Labyrinthon entdeckt. Da ist ein Yeti. So weit komme ich gar nicht. So. Wie komme ich jetzt hier runter? Da ist eine Treppe. Wie gut, dass ich hier wieder überhaupt nicht hin wollte. Und der Yeti, der kann mich mal, der bleibt da. Der kann da auch gerne bleiben. Aber ich habe das Gefühl, ich bin hier nicht alleine. Gehörst du zu mir? Ach, du gehörst zu mir. Sag das doch. Wo kommt ihr überhaupt her? Ja, falsch schon rum. Ja. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Trollfett. Na super. Okay. Immer noch besser als nichts. So. Wir gehen jetzt mal schnurstracks in diese Richtung. Bestimmt komme ich später hin. Ups. Bestimmt komme ich hier später nochmal hin. Aber im Moment muss ich hier irgendwie runter. Und Ciri kann ja super hüpfen. Deswegen hüpfen wir mit ihr jetzt mal hier runter. So, da sind schon wieder welche. Was kann ich denn für euch tun? Seid ihr nett? Ja, ihr seid nett. Okay. So. Ich guck mal eben wieder auf der Karte, ob ich richtig bin. Ja, sieht so aus. Ich bin auf dem geraden Wege dahin, wo ich hin muss. Zu Jürgen Windrufers Grab. Upsala. Mal da lieber nicht lang gehen. Hallo? Geh da hoch? Nein, tut sie nicht mehr. Na gut, dann muss ich hier lang. Dann hüpfe ich hier wieder runter. Ist da Wasser? Das ist Wasser. Kalt und Wasser. Das sind zwei Komponenten, die ich überhaupt nicht mag. Kalt und Wasser.
da gibt es schon wieder nette Bekanntschaften. Nette Bekanntschaften gibt es da wieder. Upsala, nein, falsche Taste. Nette Bekanntschaften, die auf mich schießen. Spinnen. Spinnen. Wie, das waren sie schon? Mehr nicht? Mehr nicht, okay. Eine zweite. Okay. Ja, wenn es mehr nicht ist. Damit wären wir doch fertig. So. Geben wir mal ein bisschen Gas, damit wir auch heute noch da ankommen, wo ich ankommen will. Bei Jürgen Windhofers Grab. Ah, jetzt ist es schon wieder außer Atem. Die arme Siri. Komm, steck mal dein Schwert weg. Kannst dann schneller laufen? Nee. Sieht nicht so aus. Und wieder ab ins Wasser. Hallo? Hüpf mal. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Okay. So. Ups, was ist da? Aha, okay. Scheint so, als näherten wir uns dem, wo wir hin müssen. Ladies, macht da unten mal alles klar. Ich komme gleich. Ich guck euch zu, was ihr da so macht. Schafft ihr das ohne mich? Ja, sieht doch so aus. Und, habt ihr alles hingekriegt? Ja, das ist nett. So. Ich werde die dann mal durchsuchen. Ich werde die dann mal durchsuchen. So, was haben wir hier noch? Gar nichts, doch. Das haben wir noch. Okay. Gut, ja dann gucken wir uns den ganzen Krempel mal an. Was ist das hier? Aha. Ach, da oben vorne geht eine Treppe lang. Da vorne geht eine Treppe lang. So, und dann kann ich jetzt hier runtergehen. Okay, und da geht's dann rein. Aber erstmal gucke ich hier, wer ist das? Ach so. Ein Bandit. In der Nase juckt. Ein Bandit. Was hat er noch? Laterne. Nehmen. Kann ich die denn auch ausrüsten? Habe ich dann Licht? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Gold, Zaubertrank. Okay. Was gibt's hier noch? Ein Fass gibt's hier noch. Ach, Holderbeeren. Aha. Hm. So, kann ich denn jetzt, da muss ich mal eben gucken, mir die Laterne schnappen. So, L wie Laterne. Kann ich die auf F wie Favoriten legen? Du kannst dieses Objekt nicht zu den Favoriten hinzufügen. Dann will ich auch nicht. Dann lassen wir das. Okay. Gut, dann würde ich sagen, einmal speichern und hinein in Jürgen Windhofers Grab. So, aha. Und da liegt schon wieder einer. Mal gucken, was hat der denn mit? Der hat auch einen Dietrich mit und Gold. Und mehr brauchen wir nicht. Ist ein bisschen duster hier. Da hinten laufen viele. Da hinten laufen viele. So. Dann rüsten wir uns mal. Mal gucken, ob die freundlich sind oder nicht. Ach, die Mädels stürmen eure schon los. Lateien sind langsamer als Argonia in einem Eissturm. Was ist hier los? Tot. Du bist tot. Das warst du jetzt?
So, jetzt hat jeder von uns einen umgebracht, oder? Es waren drei. Ja, das finde ich gut. So. Gold hat er mit. Eine Spitzhacke. Ja, jetzt kann ich auch was abbauen. Die Spitzhacke nehme ich mit. Die brauchte ich noch, um irgendwas abzubauen. So, wo liegen die anderen? Da muss ich auch noch mal eben gucken. Hier liegt noch einer. Gold. Mehr brauchen wir nicht. Und hier ist der Bandit. Spitzhacke haben wir schon. Mehr brauchen wir hier nicht. Okay. So. Erinil hat auch dupliziert und ist hier ein Hirsch. Gut. So, wo müssen wir denn jetzt hier weiter? Beziehungsweise kann ich jetzt noch hier irgendwas gucken? Ne, hier kann ich nichts machen. Kann ich hier... Ach, hier liegt immer noch einer. Okay. Den haben die Banditen wohl umgebracht. So, was haben wir hier? Zaubertrank haben wir hier. Ein Brot haben wir hier. Und sonst nichts. Was ist in der Truhe? Gold und ein Seelenstein. Okay. Und was ist im Fass? Ach, Blödsinn ist im Fass. Egal. Egal. So. Ja, jetzt haben wir es eigentlich, oder? Gut. Ja. Jetzt schnappe ich mir wieder meine Fackel. So. Die Duplikation von Erinil hat sich wieder in Luft aufgelöst. Und jetzt gucken wir mal, wo es weitergeht. Hier wird es, glaube ich, weitergehen. Ja, das frage ich mich auch, was das war. So, was war das? Ach, die beiden Mädels. Aufgeräumt haben wir. Aufgeräumt haben wir. Okay, jetzt liegen hier wieder einige rum. Jetzt gucken wir mal, was die haben. Das ist Blödsinn. So. Haben wir da vorne noch was? Da vorne haben wir auch noch was. Auch noch. Okay. Ich weiß, ich bin schrecklich. Ich muss immer alles mitnehmen. Immer alles. So, dann gucken wir hier nochmal. Knochenmehl. Das ist nicht so schwer, deswegen können wir das auch mitnehmen. Aber es macht jetzt keinen Sinn, hier sämtliche Waffen mitzuschleppen, weil wir noch nicht so eine hohe Tragkraft haben. Deswegen lasse ich die erstmal alle hier. So, hat der auch noch was? Der hat auch noch was. Okay. Meine Nase juckt schon wieder. Gut. Entschuldigung. So, weiter geht's. Wir wollen ja das Horn von Jürgen. Also müssen wir erstmal gucken, wo wir hier überhaupt lang müssen. Ist hier ein bisschen... Beschädigtes Buch. Was soll ich denn mit einem beschädigten Buch? Und hier ist auch... Na, das nehmen wir mal mit. Wer weiß, wie viel Gutes. Nein, nicht Escape trocken anschließen. Noch aus Witcher. Dann muss man das mit Escape beenden. So, machen wir mal wieder ein bisschen Licht, damit wir was sehen. So. Urnen. Vielleicht ist das Horn ja in einer dieser Urnen, die hier rumsteht. Aber vielleicht auch nicht. Wir müssen mal in den anderen Raum. So, lasst mich mal bitte da durch. Was ist das hier? Kann man hier irgendwas machen?
Kann man hier irgendwas machen? Nee. Ladies, ihr könnt mir ruhig mal helfen. Ja? Ist jetzt nicht verboten. Ist nicht verboten. Hier komme ich nicht rein. Was ist gewesen? Wer schießt hier mit irgendwelchen Sachen? Naja, gut. Also, bin ich hier richtig? Da fällt was um. Ach, guck mal. Kollegen. Kollegen sind da. So, noch einer. Entschuldigung, wem habe ich die Sohlen verbrannt? Dir, ne? Das tut mir leid. Wer ist hier noch? Noch einer. Komm. So. Leg dich mal schön hin. Das steht dir auch besser, wenn du da unten so rumliegst. Das steht dir besser. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Okay. So, hast du mich erschreckt? Kommst du einfach um die Ecke? Mensch. Gut, wo gehen wir jetzt lang? Mädels, was meint ihr? Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Da ist was. Da ist was. Hier ist was. Nee, da ist sie aber noch nicht hier. Ist das ein Raum weiter? Da muss ich da doch irgendwie lang. Kann ich hier lang? Nee. Ich will da rein. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Ja, schön auch. Oder? Schön ist anders. Ich geh mal hier rüber. Schön ist irgendwie anders. Ach, guck mal da. Und ein Geldbeutel. Okay. Tiefengewölbe. Ich speichere mal wieder. Und jetzt aber. Tiefengewölbe. So, und wie es aussieht, sind wir jetzt immer noch nicht da. Was haben wir hier? Da ist aber noch, da ist was Großes. Okay. Da ist was Großes. Hallo, einer zu Hause? Hallo. Einer da? Oh, natürlich ist einer da. Wie hätte es auch anders sein können? Wie hätte es auch anders sein können? So. Wo ist er denn hergekommen? Guck mal, da unten laufen sie. Da unten laufen sie. So. Ich glaube. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was? Sowas? Ist eine schöne Höhle. Ja, hättest du mich vorher begleitet, dann hättest du sowas Ähnliches schon mal gesehen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn? Nee. Ich muss mir jetzt erstmal wieder Licht machen. Weil ich sehe nicht genug. So, wie komme ich denn jetzt hier da runter? Das ist hier die Frage.
Das ist hier die Frage. Wie komme ich da runter? Und höchstwahrscheinlich, da wirst du mir und du wirst mir auch zustimmen, müssen wir jetzt hier lang. Da? Links oder rechts? Das ist hier die Frage. Ich gehe mal nach rechts. Was ist hier passiert? So. Bin ich auf eine Falle getreten? Stimmt, ich bin auf eine Falle getreten. Das ist natürlich sehr gut. Aber ein bisschen aufpassen muss ich schon. Wer bist du? Dass die immer Geld mit haben, das ist natürlich super. Auf der... Damit kann ich nichts ausrichten. Damit kann ich was ausrichten. So, kommt der jetzt hoch? Hallo? Kommt jetzt da einer? Ich warte. Ja, da kommt. Jetzt bezahlt ihr. Zu spät, Ladies. Ich war schneller. Bin immer noch da. Ja, weiß ich. Dann mal los. Was? Nix, du sollst dich nicht dazwischen drängen. Ich will ja nur gucken, ob er Geld mit hat. So. Okay, er kam von unten, also laufen wir jetzt nach unten. Also lauf. Oh. Wer bist du denn da oben? Hallo? Hallo? Hallo. Jetzt versteckst du dich. Jetzt versteckt er sich. Okay, was haben wir denn hier? Hallo? Wollte mir hier noch einer was? Tatsächlich. Die Ladies machen das schon. Glaube ich. Muss ich helfen? Entschuldigung, du bist direkt in meinen Feuerstrahl gerannt. Da kann ich nichts für. Ja, dann lässt du das halt nächste Mal. Ja, dann kriegst du auch keinen warmen Hintern. So. So, jetzt gucken wir erstmal, was hier alles so gibt. Geld gibt's hier wieder. Was gibt's da? Nix. So. Ich brauche meinen Docht. So, was gibt's hier? Nicht. Hier gibt's viel zu essen. Hier gibt es habe ich jetzt den Kessel genommen? Upsala. Käse und Käse. Nochmal Käse. Den Rest könnt ihr behalten. So. Was haben wir hier? Und Geld. Man muss nur gescheit suchen, dann findet man auch eine Menge Geld. Jede Menge Geld liegt hier unten. So. Wo geht's jetzt lang? Oh, ups, dagegen gelaufen. Ich würde sagen, speichern und weiter. Wie lange spielen wir eigentlich schon? Ich habe irgendwie die Zeit vergessen. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier oben. Aha. Das ist hier aber ein bisschen verzwickt, kann das sein? Links oder rechts? Ich guck mal eben, was hier so gibt. Hier gibt es nichts. Gut, dann gehen wir hier lang. Da kann ich irgendwie da wieder irgendwas anzünden. Wenn mir da einer auf die Pelle rücken will. Aber mir will gar keiner auf die Pelle rücken. Doch, mir will einer auf die Pelle rücken. Jetzt schnell weg. Schnell weg. Und anzünden. Entschuldigung.
So. Hast du ihn erledigt? Ja, du hast ihn erledigt. Du hast ihn. So. Dann mache ich mit uns mal wieder Licht hier, damit wir... Da kam der raus. Okay. Okay, so, haben wir alles? Ich würde ja sagen, mal da oben ist auch noch was. Das kann man auch irgendwie runterholen und dann brennt es auch. So, ich würde sagen, wir holen uns das Horn in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Zapp.